Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Shadow of the Tomb Raider. Ja, nach viel hin und her haben wir diese Brücke hier endlich freigeschaltet. Und einen weiteren Tempel erreicht, wie es scheint. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Ein Tempel voller Gefahren. Da lasse ich doch die Frau vor. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Auge des Adlers. Halten Sie LB und tippen Sie dann Y, um die Wahrnehmungskräutermischung zu nutzen. Wahrnehmung ermöglicht es Lara, Tiere und natürliche Ressourcen in der Umgebung zu spüren. Aha. Ah ja, oh, es ist alles mal sehr intensiver von den Farben her. Das ist ja cool. HDR, Leute, HDR. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Erwähnt er in Dad in den Notizbüchern Peru? Nein. Es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder... keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem, nachdem Miguel... Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Ein Durchgang. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Wie weit wird es wohl nach Kuvakyaku sein? Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen. Aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Irgendwann gab es hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. Na, ich muss mehr Tiere jagen. Dann kann ich die Verbesserungen am Bogen installieren. Vielleicht am Messer was? Ne, da gibt es keine Verbesserung für. Ist ja auch kein echtes Messer. Ich habe was gefunden. Das könnte ein Zugang sein. Wenn's nicht, die hast du was gefunden? Wurzeln und Ruinen. Gehen wir dann jetzt weiter? Ja, los. Okay, das ist ein Herausforderungsgrab. Ach du Schreck.
Oder kann ich hier hoch? Nee. Da drüben kann ich halt... Ja, aber... So. Ah, doch. Ah, okay. Dann klappte das besser, als ich dachte. Ja, oder auch nicht. Nochmal das Ganze. Ah, hier kann ich auf dem Baum rauf. Ah ja, sehr gut. Das ist kein Grab, das ist eine Todesstätte. Ich meine, hier geht es ja eine Milliarde Kilometer tief runter. Schaut euch das mal an hier. Was ist das denn für eine Anlage? Ein Stolperdraht. Da wäre man ganz schön am Arsch, wenn einem sowas trifft. So. So, vor uns gibt es ein Geheimnis. Ein Überlebensversteck. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. Tja, da haben sie ja auch schon geforscht. Wartet mal. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, mich täuscht alles. Was zur? Was zur? Okay, wir sind hier nicht allein, Leute. Wir sind hier nicht allein. Aber ich will noch ein paar Fähigkeitenpunkte sammeln. Ich meine, was muss ich nur Jonah denken, wenn wir jetzt hier einfach mal sagen, okay, Jonah, rette du mal allein die Welt. Wir gucken uns hier dieses verlassene Grab an. Achso, klar, ich kann mich ja hier einfach durchdrücken. Ist da jemand? Vielleicht treffen wir jetzt ja auf Jack. Hey.
Ah ja, so, okay. Ein unglaublicher Anblick. Das ist nicht schlecht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ohne Goldader. Ja, sind wir hier bei Minecraft. Gut, die Goldader gefunden zu haben. Aber das bringt mich jetzt hier nur halb weiter. Oder geht es mir hier wirklich um den Ausblick? Weiß ja nicht. Ah, jetzt habe ich hier... Okay, so eine Schnellverbindung praktisch geöffnet. Das hier könnte ein Ausgang sein. Aber warum denn ein Ausgang? Ich meine, ich will doch noch gar nicht raus. So komme ich hier raus. Aber ich will doch eigentlich dann nach drüben hin. Weil das ist doch so viel... Oh. Da ist doch so viel nicht erkundet. Warum darf ich da nicht hin? Ah, so geht das. Ah, sehr gut. Na, sollte man hier alles mal in Betracht gezogen haben. Ein bisschen Schwarzpulver. Ich hasse diesen Ort, diesen gottverlassenen Dschungel. Er lockt dich mit einem Juwel und fegt dir die Beine weg, sobald du danach greifst. Wir haben diese bodenlose Grube bald hinter uns gelassen. Auf der anderen Seite steht irgendein Altar unter einem riesigen Steingesicht, das unsere Bemühungen zu belächeln scheint. Irgendetwas hat das Lager angegriffen. Einige der Männer behaupten, es wären Panther gewesen. Andere sprachen von etwas Unheilvollerem. Die Hälfte der Männer fordert, die Expedition abzubrechen. Ich musste mir einen der Männer zur Brust nehmen, ein Exempel an ihm statuieren. Alles, was ich brauche, ist ein weiterer Tag. Ein verfluchter Tag. Das Tagebuch des Forschers. Also scheint es hier noch etwas Böses zu geben. Na gut, finden wir es raus. Dazu sind wir ja hier. La la la. Sich gerade was bewegt. So eine Art Eingeborener oder so.
Aber cooles Grab, ich meine, dafür, dass es so groß ist. Normalerweise sind ja die Gräber hier immer nicht so... Also klar, die waren zum Schluss immer schon größer, aber das ist eines der ersten Gräber hier im Spiel. Ah, wartet mal. Okay, ein Mechanismus. Aber wie nutze ich ihn? Ach so, okay. Ha, macht Sinn. Das kann ich nämlich. Ist total sicher, wenn hier jemand lang schleicht, einfach mal ein Seil zu spannen. Aber gut. Sie müssen diesen Ort während der Bauarbeiten verlassen haben. Ja, vom Pfeilen durchlöchert, würde ich das auch tun. Nein! WTF. Okay, das war jetzt nicht mein Plan gewesen. Muss ich das jetzt hier wieder zurückdrehen? Anscheinend. Müsste halten. Okay. Ich dachte vielleicht, hier gibt es eine Motorik dahinter. Nein, wozu man das jetzt gemacht hat, weiß ich natürlich auch nicht. Wahrscheinlich, um das Ding da wieder gerade zu drehen. Um den jetzt oben zu halten? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt hier ran drehe... Ah! Nimmt es mich hier mit nach oben. Ha! Haha! Das ist gut. Das ist richtig gut. Mal gespannt, wer der Typ ist, der die ganze Zeit vor uns wegrennt. Ich meine, vielleicht ist es ja auch ein Mädchen. Oh, ich habe Kakao gefunden.
Hallo? Was machst du da oben bitte, ja? Ist ja gefährlich, was du da machst. Mich mit diesen komischen Spiekern da bewerfen. Und jetzt muss ich hier raus. Sitz des Adlers verbessert die Kletterfähigkeit, wodurch sich beim Klettern sie sich beim Klettern schneller bewegen kann. Ah ja, Grab abgeschlossen. Aber wer das war? Tja, das erfahren wir auch nicht, oder? Wer war dieser jemand, der uns hier die guck mal, geht's noch weiter. Hier oben geht's auch noch mal lang. Naja, zumindest, naja, ich kann mich hier lang hangeln. Also sollte ich zumindest hier noch mal einen Blick reinwerfen. Naja, 5 Gold immerhin noch bekommen. Aber ansonsten nichts außer kargem Stein. Und dann sollte ich mich jetzt mal wegbewegen hier. Das war nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, das ist dann wohl der Weg nach draußen. Ah, da. Na dann, Abfahrt. Okay. Ein Ausflug in ein schönes, gemütliches Grab. Das ist doch mal was, oder? Ja, immerhin das erste Grab, das wir jetzt gemacht haben. Damit hätten wir jetzt schon ein Grab und eine Krypta. Und wir haben ansonsten... Ich glaube, ich kann noch nicht schnell reisen, oder? Aber zum Wandgemälde kann ich mal gehen. Nachdem ich mich hier unten wieder durchgequetscht habe. Hast du was gefunden? Noch so ein Maya-Altar und... Und was? Ein altes Lager. Verfallen. Wir sollten weitergehen. Ja. Ging das Rätsel gleich nochmal? Diese beiden Götter sind die Herrscher über die Unterwelt der Maya. Xibalba, wörtlich übersetzt, Ort des Schreckens. Wukub Kachix, dessen Name sieben Aras bedeutet, war ein monströser Vogel, der Legende nach die falsche Sonne in seinem Schnabel trug. Sein Untergebener war Yun Kame, was ein Tod bedeutet. Beide wurden von den Heldenzwillingen besiegt und getötet, nachdem sie sie in verschiedenen Sportarten und Spielen herausgefordert hatten, in denen beide Seiten betrogen. Wukub Kachix verlor zum Beispiel im Pfeilwurfspiel, weil die Heldenzwillinge Blasrohre benutzten. Aha. Folge dem Herz der Schreie. Erinnert mich so ein bisschen an Eldorado. Berg mit den Zwillingen. Ah, das Wandgemälde haben wir jetzt. Aber ich glaube, ich bin jetzt hier auch generell auf dem richtigen Weg. So, hier hinten kann ich nochmal was looten.
Ah, Pistolenteile. Dass es wieder zur verborgenen Stadt geht. Maya-Ruinen sind auffällig, oder? Stimmt. Ich glaube, jetzt kann ich auch demnächst mal meinen Bogen theoretisch verbessern. Ich glaube, da kommen wir raus. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Lara! Nimm die Leuchtpistole! Wo bist du hin? Wo bist du hin? Stimmt, gute Idee. Man sollte mit dazu sagen, wenn dich ein Jaguar mit solchen Krallen angreift, mit solchen Pranken, hast du eigentlich nicht so die Überlebenschancen wie sie, die da so ein paar Mal angegangen wird und dann natürlich trotzdem überlebt. Also so einfach ist es natürlich nicht. Aber ist ja auch zum Glück nur ein Spiel. Das ist kein echter Jaguar, den ich da töten musste. Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen,
dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von X-Chel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! So, jetzt sind wir... ja, irgendwie ganz spontan in der Jugend von Lara Croft gelandet. Das ist das Croft-Anwesen. Das habe ich zum letzten Mal in Tomb Raider 3 gespielt, also im alten PlayStation-Teil. Da konnte man ja, um das Spiel zu lernen, diesen Parcours rund um das Croft-Anwesen machen und auch ins Anwesen rein, also ins Herrenhaus rein. Naja, wir machen jetzt erstmal ein kleines Päuschen, sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, gehabt euch wohl, BB, euer Hyuga.